Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play GTA Vice City. Wir sammeln schnell mal die Munition ein und dann werden wir die nächsten beiden Missionen für das Filmstudio machen. Achso, mit der Waffe in der Hand kann er nicht rennen. Dann rennen wir halt ohne Waffe in der Hand. Ist ja auch in Ordnung. Ist natürlich auch sehr logisch, ne? Ich meine, nur weil die gerade nicht angewählt sind, heißt es ja natürlich eigentlich noch nicht, dass er die gar nicht da in Verwendung hat. Okay. Ja, daran sieht man nichts. Okay. Ah, jetzt ist er weg. Ist ja auch goldig. Auf zum Filmstudio. Upsa, hei, 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 hei. Oh. War das Manöver gerade? Warum du? Keine Ahnung. Hat ich dem denn irgendwas getan? Ich wüsste nicht. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Deswegen biete ich ja auch immer wieder an, wenn selbst, Quatsch, wenn Verbesserungsvorschläge sind, immer her damit. Ich nehme die gerne an. Aber bitte nicht am Ende des Let's Plays, von wegen, ja, hättest du das mal besser gemacht, sondern wenn dann so, dass ich darauf auch reagieren kann. Ich muss allerdings dazu sagen, ich glaube, ich habe gerade mal Folge 12 gestern hochgeladen. Also könnte sich vielleicht ein bisschen hinziehen, bis ich darauf reagieren kann. Ja, ich weiß, das ist ein Fehler. Aber bis jetzt habe ich immer noch irgendwie alles gelöst bekommen. Und von daher sehe ich da eigentlich kein so übermäßig großes Problem. Ja, genau, Mr. V. So, dann schauen wir mal, was hier als nächstes ansteht. Ein Mann namens Martha. Okay. What's the problem now? Well, after his close encounter with the Nympho invaders, our hero finds himself unable to think of anything but this huge phallic mountain. And that's when I want to do the scene with the vat of mashed potatoes, but then I don't we, give a crap about that! Just keep going, keep going. You mentioned something about some legal problem oh, on the yeah. phone. Congressman Alex Shrub has jumped on the pre-election bandwagon. He's going after the Puritan vote. Rumors are he's going to support measures to restrict, shall we say, the more fleshy aspects of this nation's great entertainment industry. Okay, all right. Okay. Candy, okay, you know Shrub. Okay, you guys get up to anything Bob. Kinky? Oh, yeah. Okay. Uh-huh. Oh, yeah. All right there. Oh, yeah. Okay. All right. Yes. Oh, yeah. Yes. Yeah. Yes. Yeah, Candy. Oh. Yeah. Still you got that. Was that part of the, or was she talking to? Hey, I can never tell. Anyway, you're probably best following her after the shoot. See if she'll lead you to their new love nest. You got a camera? Yeah, get him a camera. Okay. Halte die Entfernen- oder Maustaste rechts gedrückt, um mit der Kamera zu ziehen. Alles klar. Ach, warte mal, die haben da. Ist ja goldig, dann nehme ich doch den da. Ups. Stört sich zwar ein bisschen scheiße, aber was soll's.
Und dann brauche ich mich nicht mit den ganzen Typen anlegen, die dann in dem Haus gegenüber sind. Ups, hoch, 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 hoch. Ja. Okay. Gut. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Fotos ich machen muss, aber das ist mir auch egal. Hey. Kathy, could you call me Martha? Oh, Alex. I mean Martha. Whatever you say. Upsa. Martha, someone's watching. How kinky. You, give me that camera. Wieso sollte ich? Warum sollte ich irgendwem die Kamera geben? Jetzt geht erstmal wieder zurück zu den Filmstudios und dann ist diese Mission gegessen. Und das ohne auch nur einen Cheat zu gebrauchen. Ist das geil. Ja doch, nee, Quatsch. Einen habe ich doch gebraucht und zwar den für das Verlassen der 5 Sterne. Aber sonst keine Zeitlupe, keine irgendwas sonst. Das finde ich klasse. Auch keine Heilung. Wupsa, wow, 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 wow. Renne, 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 Junge. Oh. Wie lahmarschig bist du eigentlich, Junge? Alter. Oh. Puh. Na gut. Gut, erstmal zum Versteck fahren. Zum einen wegen Rüstung, zum anderen wegen Speichern. Und dann mache ich die letzte Mission hier von den Filmstudios. Und ich habe noch keine Ahnung, wie die überhaupt heißt. Geht mir wahrscheinlich also so ähnlich wie beim letzten Mal. Gut. Das Auto könnte ich, glaube ich, auch mal ein bisschen reparieren lassen. Gut. So. Und wieder runter. Gut. Kurz speichern. Ach, stimmt ja. Klar. Heiße Lightshow ist jetzt das nächste und letzte von dieser Mission.
Theoretisch bräuchte ich eigentlich nur das Motorrad. Dann krammen wir uns. Am besten dieses hier. Oh, und wie ich schon erwähnt habe, da kommen dann gleich die Monster Stunts bis zum 35. Und den 36. machten wir dann als Krönung nach der Mission. In der Hoffnung, dass das alles klappt. Gut. Dann machen wir mal. I'm sorry, but I just can't swallow oh, this right on, now. Come on, darling. He's hung like a sperm whale, for pity's sake. How can you not feel the part? But Stevie... How's my star director? Oh, man, the struggle between the artistic integrity and the humping, pumping action continues unabated. And before you ask, yes, all four videos will be released by their... Honey, can you please keep the Andacon and the shoddy cost more per hour than you do? Oh, sorry, Steve. I was thinking, we need some kind of big stunt to really promote the launch. Something that will make a real impact on this city. You got any ideas? Well, in the old days, they used to have gala events, stars, limos, the night sky crisscrossed with searchlights. Searchlights. I got an idea. Yeah. Well, little sequin numbers and the limos. Premieres. Oh, yes, ma'am. Of course, ma'am. And the press and the barrage of lights. Oh, man. Okay. Ach, guck an, da steht ja auch mal eine Maschine. Dann hätte ich die ja gar nicht holen müssen. Na egal, ich war ja ohnehin da. Aha. Egal. Da war die Ampel grün und die gehen trotzdem über die Straße. Also ich meine, für die Autofahrer war es grün und die... Ja, ist mir klar. Zu einem tiefer gelegenen Büro. Alles klar. Naja, tiefer gelegen gegenüber dem Absprungpunkt, ja. Aber sonst? Diese Mission ist jetzt hier etwas interessant, um es mal so auszudrücken. Weil da gibt vieles, was schief gehen kann. Ja, aber wirklich. If only people were as polite as machines. Aha. Mal lieber vollen Anlauf und dann gib ihm Schmackes. Nein. Also, das war jetzt so nicht gedacht. Okay. Da ist ja schon der erste Sprung verkackt gewesen. Ich glaub's ja nicht.
Ich meine, hallo, ich bin da schon mit vollem Elan. Ich habe Handbremse angezogen, damit die am Anfang noch mehr hat, also noch mehr Drehzahl. Und trotzdem vergeigt das Motorrad. Das. Zum Glück habe ich abgespeichert, ey. Egal. Ich mach mal lieber nur einfache Zeitlupe, vielleicht geht es dann besser. Kann ja auch sein. Eventuell ist es nämlich so, dass das Spiel mit der doppelten Zeitlupe nicht so super klarkommt. Von daher, naja. Okay, das haben wir ja schon gesehen. Und deswegen machen wir jetzt hier weiter. Ich werde auf die Dächer müssen, alles klar. Zwischendurch, wenn man irgendwann soweit ist, gibt es dann auch eine Möglichkeit, falls man irgendwie nochmal ein Motorrad braucht oder so, dass man eben zwischenzeitlich eine Treppe nutzen kann, die allerdings erst runterklappt, wenn man den größten Teil oder den schwierigsten Teil schon hinter sich hat. Also von daher. Upsa! So. Der war auch klasse. Du denkst, ich bin verrückt, schau in den Spiegel. Gucken, ob man das auch irgendwie überspringen kann. Nee, scheinbar nicht. Great Scott. Na gut. Ups. Okay, ich spring neben dem Typen dann durch. Ist mir unreal. Okay. Ja! Ich muss erst mal kurz gucken. Aha, okay. Upsa, ei! Nee. Ach, leck mich doch. Okay, so kann man zum Beispiel vergeigen. Ich hätte mal vorher gucken sollen, ey. Scheiße. Ups. Alles nochmal von vorne.
weil es ja alles so schön Spaß macht. Badam, bam, badam, bam, badam, bam, 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 bam. Ich werde auf die Gebäudedächer müssen. Ach nein. Genau. Ja, kann man auch wieder nicht überspringen. Na gut. Schade, dass man nicht einen Hubschrauber nehmen kann. Das wäre genial. Aber leider ist dem ja so, dass das nicht geht. Du musst es unbedingt mit dem Motorrad machen. Mhm, die Sprüche sind also immer anders. Na gut. Mann! Das ist so ein Scheißsprung! Oh. Ey, dieser eine Sprung, der ist echt zum Kotzen! Ganz ehrlich! Himmelarsch und Zwirn, ey! Kriegst du den einmal gebacken, du Penner? Und das ist auch ein Kompliment, Junge! Kannst du mich mal, du blöde Kuh! Wegen Lady. Ist doch nicht mehr feierlich, oder was, ey? Ich möchte echt mal wissen, wie oft ich die Scheiße noch machen muss, bis er den Sprung endlich mal gebacken kriegt, ja? Interessiert mich nicht, wofür die sich entschuldigen will. Das Auto ist einfach verschwunden, ist ja auch klasse.
Hä? Ups. Jacket and tie required. Yeah. Wieso ist denn da ein Cop? Kann mir das mal erzählen? Na egal. Ist mir Schnuppe. Überschwemmungsspur vom letzten Mal sein, oder? Ach Quatsch. Moment. Bitte, 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 bitte draufbleiben, danke. Oh. Gut. Upsa! Ja! Aber immerhin beide Sprünge gleich hintereinander. Ist ja auch cool. Ah! Bin schon ein bisschen gewundert hier, was soll denn der Quatsch? Weil jetzt nur der Reparaturcheat. Ohne den hätte ich das nämlich nicht gepackt, glaube ich. Ah, der eine Sprung, der war schon ein bisschen knäpplich, ja? Oh, okay. Aha, okay.
Ach, da oben klappt die denn erst runter. Aha. Ach, ich hätte gleich weiter Jasim sollen. Scheiße. Ups. Och. Der hat unnötig wehgetan, glaube ich. Jawohl, ja. Und da dürfte dann der nächste Monster-Stunt gewesen sein. Oh yeah. Was, der 34. Irgendeinen hat er nicht erzählt. Ist ja auch egal. Den kann ich ja dann nochmal machen. Was für Quatsch. Na gut. So. Geht doch. So, dann schauen wir mal, welchen der jetzt gerade nicht gemacht hat. Theoretisch müssten eigentlich alle... ach, das war der Sprung da. Ach, wahrscheinlich habe ich den innen da verkackt. Mal gucken. Dann machen wir den gleich nochmal. Den ersten hier hat er ja erzählt. Das habe ich gesehen. Und wenn er halt nicht packt, dann werde ich das ja gleich sehen. Oder wenn er halt nicht gepackt hat. So. Okay, lassen wir den da erstmal weggehen.
Wasser! Du Arsch! Was soll die Scheiße eigentlich? Paolo here, to Petromaker. What do you want, Paul? I don't want any fake label clothes. Very funny, mate, but you know I don't touch bank gear. Das Motorrad ist garantiert abgeschmiert. Back in England, I did a lot of blue stuff, mate. I'm packing more weight than you, my son. Paul, thanks for the offer. I'll bear that in mind. Seriously, don't forget about me after all I've done for you. That's what I'm trying to forget about. Jawohl, da unten liegt es. Und natürlich quarzt es doch bis zum Abwinken, wa? Ja, den doch noch nicht. Hä? Wo fahre ich denn lang? Na doch, geht auch. Da sind ja Treppen. Okay. Würdest du vielleicht mal hinbekommen, nicht bei jeder scheiße Ringe vom Motorrad zu steigen? Hä? Wenigstens mal so ansatzweise? Wäre nämlich echt eine tolle Sache. Den Sprung jetzt hinbekommen, der ist echt, naja. Alles, was man dazu sagen könnte, wäre ein Kompliment, also lassen wir es lieber. Scheiße! Und bitte, bitte lass es drauf liegen. Ein Glück. Ich dachte, das Ding fliegt wohl auch runter. Zone. Danke! Oh, ich hab ihn schon runterfliegen sehen. So. So. Ach Quatsch. Ist das der Sprung gewesen? Ja, der ist es gewesen! Geil! 35. Bonus-Stunt. Monster-Stunt, so. Wo ist jetzt der letzte? Der ist in Little Havana. Da fahren wir doch gleich mal hin. Am besten fahre ich über der Hauptstraße dahin. Works. Und dann sehen wir mal weiter. Am besten hier über den breiten Streifen in der Mitte. Dann sehen einen die Kubaner, Haitianer nicht rechtzeitig, um reagieren zu können. Und ballern zu können und hast du nicht gesehen. Und man hat mehr Zeit zum Ausweichen, wenn mehr Autos kommen. Hi! Ist das geil, so, jetzt müsste ich eigentlich sicher sein. Außer vor eigenen idiotischen Handlungen. Na gut. Gut. Mal gucken, wo ist denn das jetzt? Das müsste in der Mitte sein. Beim. Eieiei.
So. Sorry. So, das müsste dann theoretisch hier irgendwie sein. Nö. Hab ich irgendwas verpasst? Ihr meint jetzt aber nicht das Ding da, oder? Versuchen wir es erstmal von hier oben. Wenn das nicht funktioniert, muss ich die Rampe mitnutzen. Okay. Das hat nicht funktioniert. Hat der da überhaupt irgendwas abgezogen? Mal überlegen. Achtundzwanzig. Vom Telefonapparat, an dem man die müssen. Okay. Ich mach den mal mit Zeitlupe, also mit einfacher. Weil ich bin nicht ganz sicher, ob das sonst funktioniert. Ach, jetzt schnall ich's erst. Oh. Alles klar. Ich hab's kapiert. Upsa. Was ist denn das? Sorry. Was sollte der Quatsch gerade? Hast du irgendwie eine geistige Störung, die dich daran hindert, auf dem Motorrad zu bleiben, oder was? Hä? Das kann doch nicht sein, oder? Ja, okay, das ist mir egal. Ich hab alle Monster-Stunts, geil! Okay, nischt wie zur Villa und dann haben wir es hier für heute. Und falls euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Wenn ihr zufällig über diese Folge gestolpert seid und sie euch gefallen hat, freue ich mich auch über ein Abo. Ebenso natürlich auch über Verbesserungsvorschläge und bin ich froh, dass das Ding vorbei ist. Also, vor allem hier mit diesen Monster Stunts. So, Panzerung. Und dann, ups. Was passiert eigentlich, wenn man... Nee, passiert ja nichts. Wenn man gleichzeitig rechts und links lenken drückt, passiert da nichts. Mach auf hier. Mach hoch die Tür, die Tor macht weit. Vier Motorräder drin, ich bin dann klasse.
Ist das cool? Ist das cool? Okay, nee, Munition. Und ansonsten war's das für heute. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder vorbeischaut. Und bis dahin sage ich dann mal, ja, tschüss halt, ne? Also, wenn ihr wollt, bis zur nächsten Aufnahme. Bis dahin, ciao.